Hier haben die Sportler was für die Stadt Schwerin getan, für die Sportstadt Schwerin, für die Hochburg in Brachenroth-Storf. Und das zur Buga. Die Buga soll eben nicht nur so eine Ausstellung sein, wo man schöne Blumen, schöne... Schwerin ist auch eine Kulturstadt. Heute Abend ist der Abschluss des 19. Filmkunstfestes. Auch dort muss ich mich sehen lassen. Deswegen überlasse ich jetzt den weiteren Ablauf, die Siegerehrung, hier den Aktiven, den Leuten, die das auch vorbereitet haben. Und ich wünsche heute Abend eine Riesenparty. Feiern Sie schön. Und kommen Sie vielleicht nächstes Jahr wieder. Wir haben nächstes Jahr 850 Jahre Schwerin. Auch dort wollen wir wieder was auf die Beine stellen. Vielleicht gelingt es wieder etwas Ähnliches. Wieder so ein buntes Bild. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Und wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Abend und eine heiße Party. Vielen Dank. Also, recht schönen Dank. Und ich denke mal, damit werden wir Sie aus terminlichen Gründen entlassen. Und wir machen natürlich weiter mit unserer Party, mit unserer Siegerehrung. Und zwar habe ich jetzt erstmal haben wir noch was ganz Besonderes vor. Und zwar wollen wir unsere Spendenaktion übergeben, die wir hier in Form unserer Blumenspende durchgeführt haben. Wir sind stolz darauf, diesen Scheck dem Verein Dirk Buße, der organisiert den ganzen Verein. Wir haben sage und schreibe, ihr habt sage und schreibe, wir alle haben heute 402 Euro zusammenbekommen. Allein nur dadurch, dass ihr Blumen gekauft habt, ja. Ich finde, das ist absolut klasse, oder? Wir helfen unter anderem, die Gruppe bekannt zu machen und durch Spenden ein wenig die Lebensqualität der Kinder etwas zu verbessern. Das Geld kommt voll und ganz nur den Kindern zugute. Das hatte Herr Buße mir versprochen. Alle anderen machen das tatsächlich nur ehrenamtlich. Diese Selbsthilfegruppe, es ist tatsächlich nur erstmal eine Selbsthilfegruppe. Vielleicht werden sie irgendwann mal ein Verein werden. Aber ich denke, dieses Geld für unsere Kinder, wir sind alle topfit, wir können alle sehen, wir können Drachenboot fahren. Wir sind alle hier die Helden, sage ich mal so. Wir haben den Weltrekord geschaffen und so. Und warum sollen wir nicht was dafür tun, damit die Kinder auch Sport machen können, damit die Kinder eines Tages vielleicht auch mal einen Weltrekord in Schwerin aufstellen können? Vielen herzlichen Dank, Herr Buße. Es war uns eine Ehre, Ihnen, Eltern, Blinde und Sehbehinderte, die Kinder hier zu sprechen. Danke euch alle! Genau, recht schönen Dank. Und wie heißt es so schön? Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Ist es nicht so?